Hallo YouTube und willkommen zurück zu einem neuen Tutorial von mir Cybertrix und ich habe heute jemanden dabei und zwar den Painter. Painter aus der ersten Folge Minecraft, beziehungsweise aus dem ersten Tutorial. Und wir haben heute mal Dubstep im Hintergrund dabei zur Unterstützung. und wir erklären euch, wie versprochen, Comment Blocks. Hier haben wir was Kleines aufgebaut, schau mal. Sollen wir dann direkt mal hier vorne anfangen? Direkt bei denen hier? Ja, direkt bei dem Teleporter, würde ich jetzt sagen. Also das ist ein Teleporter zur Information jetzt. Ich kann ja mal kurz darüber fliegen. Also es fängt hier an mit einem, was ist das? Wie nennt man es? Tigger, glaube ich, ne? Oder? Ich weiß auch nicht, wie man es nennt. Ich hab's mal gesehen, aber der Name ist eigentlich total egal. Naja, okay. Funktioniert. Dann hier können wir kurz erklären. Also hier Test vor. Möchtest du das erklären? Du kannst, wie gesagt, Painter hier der Comment Blocked Profi. Also Test vor, testet den Spieler, der in der Nähe ist. Zum Beispiel bei @p den nächsten Spieler, kann man ja sich denken, weil es auch darunter steht. Und und dann diesen R, kann man so einfach so denken, Radius. Man könnte noch eine X, Y und Z Koordinate hinschreiben, habe ich mal nicht gemacht, weil das ist hier nicht nötig. Man könnte also ich auch mal zeigen, zum Beispiel. Nee, lass mal ruhig. Also ja, ich kann auch noch dazu sagen, kurz ergänzen, die 2 bedeutet jetzt Blöcke in dem Fall, wenn keine X und Y und Z Koordinaten sind. Das heißt, 2 Blöcke um diesen Block, das heißt, er müsste entweder hier stehen, hier noch stehen. Es würde alles gehen, aber man muss sich jetzt vorstellen, hier drumherum ist so ein Boden. Man ist einfach in so einem Gebäude oder so und dann stellt man sich... Ja, was machen wir? Markieren wir dann den Block mal. Wo ist denn hier der Goldblock? Man stellt sich vor, das ist halt so ein Raum und dann geht man halt auf diesen Block genau. Und vielleicht möchtest du es mal vorführen. Dann führen wir es direkt mal vor. Ich filme mal. Im schönen Hintergrund das NPC-Dorf. Also hierfür, für diesen Teleporter, habe ich mich entschieden, ein Book zu nehmen. Ein Buch und Feder, um genau zu sein. Oder Book and Quill, die englischen Nutzer. Und nun ja, dieses Buch besitzt die so ID 386 oder 386. Wenn man dieses signiert, man kann es mit jedem Namen signieren, es ist egal welcher Name. Wenn ich zum Beispiel sage 1, signieren und schließen, bekomme ich sofort ein neues Buch und dürfte eigentlich teleportiert werden, aber weil das hier ein bisschen buggy ist, funktioniert das leider nicht immer. Das ist eher ein Fehler. Vielleicht, weil ich hier Blöcke drauf gebaut habe. Durch die Update. Nee, das da liegt nicht. Das liegt an dem Ende hier, an diesem Teleporter. Das ist wirklich leider ein Stück weit buggy, da kann ich leider nichts für. Sollte ich hier einen Repeater reinsetzen, um das Signal zu verstärken? Nee. Ich kann es mal eben hier so ändern, wie ich es vorher hatte. Dass es auch direkt funktioniert. Dann kannst du es sogar machen, einmal zum Vorführen. Okay, dann gib mir mal ein Buch, dann zeige ich das perfekt. So, ja, wir haben schon ein bisschen weg. Buch und Feder, ja, er muss leider weg, weil ich halt dann nächste Spieler dann bin. Ich nehme das Buch in die Hand. Wir schreiben dann mal Tut rein, ja, und signieren. Und Name, Titel, wenn wir mal auch mal Tut und signieren und schließen. Zack, und ich bin hier oben. Das Buch habe ich dann verloren, man bekommt ein neues. Normalerweise, nur ist ja hier auf dem Server und das ist ein bisschen fehlerhaft. Das liegt dann hier rum. Hier einen Tick einbauen, dass es hier verzögert wird, aber wie man gerade gesehen hat, es ist ein bisschen fehlerhaft insgesamt. Deswegen, ich müsste hier nochmal so eine Schaltung einbauen, wie ich das hier gemacht habe. Aber hier hatte ich leider wenig Platz, weil ich es schon am Anfang falsch gebaut habe. Also man müsste sich ja vorstellen, hier unten ist die erste Etage und dann, zum Beispiel man hat einen Diamanten und dann zack wird man nach oben teleportiert. Aber nur wenn man das spezielle Item dann halt in der Hand hat. Und ja, das war eigentlich der Teleporter. Den habe ich auch so leicht verstanden. Vielleicht können wir nochmal hier kurz in die Comment-Blöcke reinschauen. Also hier, clear, ne, ist gleich eigentlich klar. Das nimmt halt das Item dann aus dem Inventar raus des Spielers. Gibt halt das neue Buch und dann hier oben teleportiert, also TP, teleportiert den nächsten Player. Die Welle, können wir auch kurz erklären, heißt, dass die Koordinaten, die er jetzt hat, beibehalten werden. Und dahinter die Zahl in dem Fall heißt plus, also die Koordinate, ich glaube, das ist Y, ne? Y plus 10. Die Höhe. Das heißt, er wird noch 10 Blöcke in die Höhe teleportiert. Und Z ist natürlich auch gleich, obwohl Z muss man gar nicht reinbringen, glaube ich, nur X und Y braucht man. Doch, Z ist ja, es gibt ja Länge, Breite und ja, so die Tiefe. Ja, okay. Kann man hier einmal zeigen? Nee, egal, wir gehen mal direkt rüber. Was machst du da?
Ja, das wäre zum Beispiel hier, wie die, wie das genutzt werden würde. Ja, ich weiß, das ist X, dieses und Z. Raumprinzip. Und, so, ja. Kommen wir hierzu. Was ist das? Erklär uns das mal. Das hier ist das, wie ich das da hinten aufgebaut habe. Nochmal zum Erklären von den Test vor. Ich könnte hier auch einmal zeigen, dass mit den X, Y und Z Koordinaten. Ja, könnte ich mal eben kurz machen. Und da wäre ich auch schon gleich fertig. Ich müsste nur einmal was nachgucken, und zwar welche Achse ich nochmal verändert, das habe ich gerade nicht im Kopf. Und zwar die X-Achse verändert sich. Das heißt, ich muss hier einmal. So. Ach du Scheiße, das ist schon mal ein cooler Comment hier. Hier, kann man hier gibt jetzt die komplette das komplett an, wie das hier eigentlich funktioniert. Minecraft, und zwar geht der jetzt nicht mehr von dem Punkt aus, den mit dem Testvorpunkt von Comment Block, sondern geht er jetzt von diesen hier aus. Der sagt hier einfach, hier wird's abgecheckt, da, ob da jemand in der Nähe ist. Also das heißt, ja, man muss hier stehen und den Block aktivieren. Ja. Und was passiert dann? Eigentlich sollte die Fackel leuchten, aber ja, mit anderen Comments, wie zum Beispiel den vorherigen, läuft's besser. Ich hab's gerne kurz und knackig, läuft's besser. Hä? Warum geht die jetzt nicht aus? Jetzt geht die aus. So, das hier ist schon ein etwas anderer Comment, ähnelt den ersten, aber hat einen Unterschied. Ach, sieht doch genau gleich aus. Block-Comment. Wenn man, wenn du hier einmal reingucken würdest, wie der Comment aufgebaut ist, würde man einen klaren Unterschied erkennen. Hier kann man das so zu vergleichweise Test for Block, dann diese Wellen 3, Minecraft Grass und hier ja, Test for Player Radius 1. Also Minecraft.grass ist die Ersatzweise zu den ganzen IDs. Wenn man die nicht merken kann, okay, Grass ist natürlich 2 als ID, das weiß man natürlich. Ja, aber zum Beispiel, ich kenne jetzt so von irgendeiner Farbe, grüne Farbe, könnte ich dir nicht sagen. Könnte ich auch nicht. Deswegen oder Bad, haben die von Lorian das reingebracht, dass da Minecraft.grass steht, um das zu erleichtern. So, da hier oben aber, ich sag mal, wo es Gras stehen sollte, hier oben. Der oberste Block? Ja, hier oben wäre zum Beispiel abgecheckt, ob es das Grass ist. Ist es nicht. Deswegen kann nichts gemacht werden. Aber wenn man jetzt drückt, sagt er genau, aha, da ist ein Grasblock. Was ist denn jetzt, wenn wir da einen Diamantblock hin platzieren? Geht es dann? Wir können jetzt mal gucken. Und es geht aus. Warum geht es denn aus? Ganz einfach. Weil er nur nach Gras checkt und nicht nach anderen Blöcken. Aha. Er möchte nur einen Block und nicht mehrere. Das war es auch schon, oder? Also, groß kann man darüber nicht viel erzählen. Falls ihr da Fragen habt, insbesondere hier den Schaltungen oder sowas, einfach in die Comments schreiben, wir helfen gerne. Beziehungsweise zur Not machen wir sogar nochmal ein spezielles Video für so ein einzelnes hier. Und da erklären wir es dann ins kleinste Detail. Wirklich dann mit zum Mitbauen. Bauen wir das nochmal mit Video nach. So, hier kommen wir zu dem Projekt, was ich unbedingt haben wollte. Das ist eine ganz normale Wand, oder? Ja. Vielleicht könntest du ja mal diesen kleinen Schalter an der Seite. Ja, dann drück doch mal den Schalter. Der Schalter könnte natürlich auch irgendwo. Was ist das denn? Oh mein Gott! Eine geheime Schaltung? Ohoho. Und jetzt hat er mich eingesperrt. Und hier sind Diamanten drin. Yay! Yay! Oh, wie schön. Viele. Es regnet Diamanten. Yay! Yay! Nein, also. Vielleicht wollen wir es kurz erklären? Natürlich sieht man im Chat leider. Aber das ist, glaube ich, nur für OPs sichtbar, ne? Wie war das? OPs können die Comments verändern, aber Survival... Leute können die sehen. Nein, ich meine, also ja, die können jetzt die sehen. Block platziert und sowas. Ist schade. Ja, dürfte eigentlich sein, meine ich. Ich weiß nicht. Ist aber auch egal. Zeigen wir mal. Also die Beleuchtung ist natürlich jetzt nicht so interessant. Es geht jetzt eher um den Comment dahinter. Und dann gehen wir mal dahinter. Hier gehen wir dann rein und wir fallen fast direkt, weil der Platz halt nicht so groß ist. Und unter kleinstem Raum hat der Painter hier was Schönes gezaubert, was ich bis heute noch nicht... Beziehungsweise was ich echt geil finde. Also, vielleicht nicht, das kann ich schlecht erklären, dann musst du erklären. Also, ihr habt ja oben den Schalter gesehen. Der Schalter aktiviert diese Redstone-Schaltung, die alle vier Common-Blöcke auf dieser Seite gleichzeitig aktivieren wird. Und ja, wenn man hier mal reinguckt in die ID ist 1, das ist Stein, dann wird da die ID 1 auf den Platz da hinten gesetzt werden. Wenn aber der Schalter deaktiviert ist, aktiviert sich diese Schaltung, weil es
ein Umkehrprinzip ist halt. Und dann würde hier einfach auf der gleichen Position Luft gesetzt werden. Wie man es schon vorhin gesehen hat. Weil Luft hat ja auch eine ID und die ist 0. Obwohl man sie nicht im Inventar bekommen kann. Ja, das ist eben halt das Tolle daran. So, jetzt kommen wir zu der speziellen Sache hier. Meine Schaltung, ja? Meine Lichtschaltung. Die ist so speziell, dass man sie überhaupt nicht erwähnen muss. Kleiner Scherz am Rande. Nein, was wollen wir zuerst machen? Wollen wir das mein Item-Detektor-Zeug machen oder deinen Job hier? Ich würde eher mal deinen Item-Detektor vorziehen. Weil okay, den Job hast du auch selber gemacht, ich habe ihn nur ein bisschen umgeändert. Von den also, Comments her. Wir möchten hier in diesen kleinen Raum rein, der natürlich von oben offen ist. Da ist aber eine Eisentür und die kann man ja leider nicht mit der Faust aufmachen, im Gegensatz zu der normalen Tür, was wir ja schon im ersten Tutorial gesehen haben. Und wir werden jetzt mal diesen Block, das ist jetzt egal welcher Block, den werfen wir jetzt da rein. Zack. Da. Und die Tür öffnet sich. Zack. Und wir sind in dem Raum. Natürlich mit Druckplatte kann man wieder raus. Aber das Prinzip läuft so, dass wir, sobald wir hier ein Item reinwerfen, hier reingehen können. Aber es ist, flieg jetzt mal kurz nach hinten. Das ist eigentlich, ich habe es jetzt auch viel zu groß gebaut. Der hier wird nicht mal angesteuert. Hier ist es so, dass Wasser die Items auf die Druckplatte treibt und unter der Druckplatte ist doch ein Zaun. Aber die beiden Items, also das Item fällt durch und fällt da drunter in das Wasser. Das wird dann einfach nur weggetragen, dass es da drunter nicht alles liegt. Und die Druckplatte, wie wir wissen, sendet bei Spielern ein Signal aus. Warum sendet das jetzt gerade nicht? Wegen dem Wasser, denke ich mal, ne? Nee, weil es auch wegen dem Zaun ist. Der Zaun hat eine Fake-Höhe von 1,5. Deswegen kannst du noch nicht mal auf der Druckplatte stehen. Wenn man es mal so sehen würde, ich stehe nicht auf der Druckplatte. Stimmt. Naja, okay, auf jeden Fall klappt das mit Items. Und das ist ja gerade das Wichtige. Geht halt, fliegt da durch, es buggt ein bisschen, danach fliegt es durch und dadurch wird das Redstone-Signal aktiviert. So, dann kommen wir jetzt mal zum letzten Teil hier. Wo bist denn du? Ach, da. Hier oben. Ja, gut. Also das ist ein kleiner Shop. Die Idee davon hatte unser lieber Yannick. Und ja, man könnte es sehr einfach erklären. Man sieht an der rechten Seite ein Scoreboard-System, wo einfach Euro oben dran steht. Und er und ich, wir haben einfach 100 Euro, haben wir uns hier mal ein bisschen was bedient. Also wir können ja mal kurz zeigen, wenn man sich jetzt hier auf den goldenen Block stellt und der Painter natürlich ein bisschen weiter weggeht, dann und wir auf den goldenen, also auf den Knopf drücken, kriegen wir 20 Euro. Von dem Common Block, der dahinter ist, das heißt Scoreboard, Players, Add, der nächste Player in der Nähe, 20 Euro. Aber dazu kommen wir auch zum anderen Mal, denn so ein Scoreboard, das hat auch nochmal ein Tutorial, finde ich, verdient. Ja, das Scoreboard hat auf jeden Fall ein Tutorial verdient. Es ist nämlich ein gutes und großes System, was wirklich sehr schlau durchdacht ist. Das hat auf jeden Fall was verdient. So. Meine Hand backt gerade ein bisschen rum bei meinem Screen. Das sieht ein bisschen buggy aus. Bei mir auch. Das ist ganz komisch. Naja, okay. Ja, das ist irgendwie wie in der Sonnenposition ähnlich hin. Das ist irgendwie immer wieder so. Okay, ich werde dann jetzt mal hier einen Diamanten kaufen. Zack. Einen Diamanten für 10. Den können wir uns mehrfach kaufen. Bis wir kein Geld mehr haben und das dauert irgendwann. Deswegen, also das Geld wird dann in Punkte, in Scores umgesetzt und ja, dann haben wir halt die Diamanten hier. Yay, und damit können wir dann irgendwas anderes Tolles machen. Ich tue die jetzt mal da hinten in unser geheimes Versteck hier. Zack. Und ja, das war's eigentlich schon von uns. Warte, und zwar hätte ich noch eine kleine Sache zu enden. Und zwar, wenn ich zum Beispiel... Ja, es wurde kein Name mit 100 gefunden. Von wegen. Ich habe hier das ganze System hier nicht wirklich immer. Ziel, Punkte, so. So, wenn man jetzt guckt, ich habe 0 Euro. Habe ein bisschen zu viel ausgegeben. Wenn ich jetzt noch einen Diamanten kaufen möchte, gehe ich in den negativen Bereich rein. Und nun ja, das sieht immer schlechter für mich aus dann. Ja, sozusagen kriegt man dann einen Kredit. Und geht immer weiter runter. Naja, okay, das war's von uns. Das zweite Redstone-Tutorial mit Common-Blöcken, wie versprochen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft-Tutorials. Ciao. Tschüss.